Nachrichten gestützt soll es wieder vermehrt Hexen in den Wäldern geben. Hexen sind Personen mit Fähigkeiten der Zauberei und der Wahrsagung. Sie können Heil und Unheil bringen. Manche sind auch als Giftmischerinnen und als Kräuterweibleine bekannt. Geschichten und History sind dazu voll von Dokumentationen. In den letzten 5 Jahren haben wir regelmäßig in bestimmten Wäldern recherchiert und über mehrere Ereignisse von geheimnisvollen Hexen und anderen Gestalten, die sich im Wald aufhielten, berichtet. Hier einige Archivberichte von unseren damaligen Reportern. Mysteriösen Waldbewohner hausten in ehemaligen Hexenhäusern, aber auch in verlassenen Waldarbeiterbuden. Konkrete Einzelberichte. In einem Mittelgebirge in einem tiefen Wald konnten wir über mehrere merkwürdige Ereignisse berichten. Um ein verlassenes ehemaliges Hexenhaus begegneten wir, teils mit versteckter Kamera gedreht, harmlosen Irren, aber auch Hexen und anderen, zum Teil aggressiven Waldbewohnern. Wir hatten damals das berüchtigte Hexenhaus heimlich überwacht. Dann versteckt die Umgebung gefilmt. Im Hintergrund vom Team wohlbehütete Kinder wurden kurzzeitig zum Hexenhaus. Die Hexe hatte das gespürt und suchte nervös das Umfeld ab. Sie hatte uns alle ertappt, jagte aggressiv die Kinder. Diese waren aber schneller. Als wir uns dann mit der Kamera dem Haus näherten, kam sie wütend um die Ecke. Mit einem Jagdhund konnten wir die Hexe schließlich in die Flucht schlagen. Darüber hinaus haben wir noch weitere merkwürdige Waldbewohner mit versteckter Kamera erfasst. Auch hierbei wurden wir entdeckt und mussten aus Sicherheitsgründen zunächst alle fliehen. Freiwillige Helfer konnten dann die Waldbewohner unter anderem mit Hunden vertreiben. Wir sind nun erneut im Mittelgebirgswald. Wanderer sollen nach aktuellen Mitteilungen hier schon wieder mehrfach irre Gestalten und Hexen gesehen haben und haben dann, von Angst getrieben, eilig den Wald verlassen.
Wir haben uns nun in den Gebüschen versteckt und wieder mit mehreren Kameras, wie bei einer Videoüberwachung auch mit Minicams, das Gelände heimlich 3 Tage und Nächte beobachtet. Auch wurde wieder der Boden nach Spuren abgesucht. Darüber hinaus haben wir Nachtaufnahmen gemacht. Wir hatten wieder Spür- und Schutzhunde, unter anderem einen weißen Wolfshund dabei. Hier einige Szenen zur erneuten Spurensuche um das frühere Hexenhaus. Vorsicht, leise sein. Die nahen Überwachungskameras am Boden, im Laub getarnt, zeigen im frostigen Bereich des Waldes Fußbewegungen. Achtung, eine Hexe nähert sich. Sie kann uns nicht sehen, wir sind gut getarnt. Das lange Warten hat sich gelohnt. Ich weiß nicht. Ich fühle hier in der Umgebung fremde und neugierige Waldbesucher. Wir werden die Störenfriede mit unseren Mitteln vertreiben oder verzaubern. Ha! Kilometerweit entfernt haben wir eine Felsenwand und ein weiteres sehr solides Waldhaus entdeckt. Oh, seht, ein Teufel mit Teleobjektiv aufgenommen. Erst der Kopf vom Teufel im Schnee, dann wie aus der Erde geschossen vor der Felswand. Hier ist das sehr solide weitere Hexenhaus. Es scheint wohl bewohnt zu sein. Oh nein, hier wohnt wohl der Teufel. Was ist das? Das sind ja Leute im Gebüsch. Kommt raus! Zeigt euch! Die Kameraleute und Zaungäste fliehen davon. Aber ein Kameramann bleibt, gut versteckt, mutig zurück. Es wird berichtet, im Teufelshaus soll auch eine Hexe wohnen. Vorsicht, da kommt die Hexe hervor. Hallo,
Der Teufel und ich wohnen hier in diesem Haus. Eindringlinge werden willkommen geheißen, aber mit unseren Zauberkräften nie wieder losgelassen. Wir haben uns jetzt in der Nähe eines anderen Hexenhauses versteckt. Seht, ein Hexenmann geht umher und dann tiefer in den Wald. Ein weniger spektakuläres Ereignis. Nun sind wir wieder in einem weiteren Waldbereich. Oh Schreck, hier kommt das von früher bekannte Ungeheuer mit der Scream-Maske. Diese Person ist sehr gefährlich. Die Kameraleute laufen davon, das Ungeheuer mit dem scharfen Messer hinterher. Auch unsere Hunde haben Angst. Hallo, ihr Kameraleute. Euch werde ich es zeigen, zu spionieren. Oh Schreck, das Ungeheuer wirft mit dem Messer. Gott sei Dank, das ganze Team konnte noch unversehrt entkommen.